ich mich nicht angreifen. Oh, ich hab das Schwert nicht gezogen. Ich muss es wohl früher aktivieren. Okay, können wir... Machen wir einfach mal mehrmals Angriff. Ja, kriegst Angriff. Wie ist der so schwach? Schön. Oh, plus 60. Hier, greif auch an. Bei einem Schlag muss er down sein? Ja. Fatal, wenn die natürlich nicht sterben würden. Kisten. 410. Yes, immer gut Money. Ah, ich kann ja gleich in der Nähe. Es muss gar nicht nah dran sein. Dann treffe ich ihn. Der Krupp fühlt sich. Was? Okay, dann. Hier, geh mal Angriff. Geh mal angreifen. Angreifen ist immer gut. Schön die Charaktere hochleveln. Stimmt jedes Monster mit. Was war denn das hier mal? Bei dem war Nahkampf beim Blinken. Genau. Nochmal ist der down, glaube ich. Zweimal reicht, genau. Und. Okay, what's the plan? Komm, mein Lushi. Halt ihn an. Did you see that? I'm amazing. Ja, hier ist sowas. So, Oranges kann ich leider nicht nehmen. Karte, nee. Oh, da ist ein Typ. Ich möchte mir gucken. Ich kann nichts nehmen. Ja, der redet. Ein paar Tipps, falls es jemals mit mehreren Gegnern zu tun bekommst. Versuch also zuerst die Reihen so schnell wie möglich auszudünnen. Je weniger es sind, desto weniger Angriff habt ihr von zu erwarten. Ja, okay. Ist ja klar. Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Gefahr, sich Verletzungen auszuziehen und vorzeitig aus dem Leben zu scheinen, abnimmt, wenn man die Gegner der Reihe nach ausschaltet. Schaut euch außerdem genau an, wie viel Gesundheit ein Gegner hat und welche Schwächen ihr ausnutzen könnt. Ja, das mache ich. Wenn ihr erst nachdenkt, statt einfach darauf loszustürmen, spart ihr euch auf lange Sicht eine Menge Zeit und Verbände. Ja, I know. Das sind zwei Monster. Aber ich gehe erstmal hier unten. Ja. Achso, falscher Knopf. Ich muss sie so greifen. Ja. Oh, jetzt hat er mich von hinten angegriffen. Scheiße. Werfe ihn zuerst an. Vier Stück. Oh, verdammt. Egal, komm. Nahkampf. Alles Nahkampf. Komm, get ihn. Ja. Der ist gleich down. Was waren deren Schwäche? Angriff. Verdammt. Ist er überhaupt so stark? Zweifel, ne? Aber ich bin schon so viel ist. 110 getippt. Stärker als mein Hauptcharakter. Gibt's doch nicht. Die ist sowieso stark. Oh. 81. 89, 75. Seine Verteidigung. Durchbrochen.
Nichts bekommen? Jee, sind die gierig. Aber ich muss meinen Charakter erstmal heilen. So, ein bisschen geheilt. Gut. Ist hier irgendwas? Nein. Was ist das? Du wirkst mir das Geringheit auf A. Monster, diese sind wesentlich stärker als andere Kreaturen sind. Unverbreitet im Kampf mit solchen Platz zu stützen, kann sich als ziemlich schlechte Idee erweisen. Wenn du also einsiehst, dann vergewissere dich, dass du gut gerüstet bist, falls du es angreifen möchtest. Und vergiss nicht, Feuer zu speichern. Okay, das machen wir jetzt schon Sorgen. Dann. Ich wollte kurz Einstellungen, kurz die Musik nochmal ticken. Leiser machen, genau. Speichert. Jetzt hier speichern. Oh. Speicher Pass 1. Speichern abgeschossen. Ich habe eine Stunde gespielt. 1169 PG. Okay. Ich habe einen Schlag. Ich meine, er ist nicht geheilt, aber ich glaube, das reicht doch, oder? Oh, ja! 1000 Schaden direkt? Boah, was ist das denn, ey? Oh, warum mach ich Default? Oh, ich wollte heilen. Oh, Objekte. Mann. Bringt nichts, wenn er jedes Mal so viel Schaden macht. Ich glaube, seine Schwäche ist definitiv Blitz. Das ist ein Wassermonster. Oh, Default. Dann verteilen wir uns auch. Ich auch. 1000. Wenn ich jedes Mal ein TP übrig habe, dann why not? Nee, ich mach mal einmal untersuchen. Handeln. Statt wieder TP, jetzt zieht's mir her. Ah, sie kann sich ja selbst wieder heilen. 52.000? Leben? Blitz. 52.000. Ah. 8 Leben. Okay, okay, okay. Ich glaube, das ist noch zu stark für mich. Guck mal, was ich machen kann. Ja, Blitz. 19. Ihr im Ernst? Ja, steht da auch ein Level, was da ist? Er hat überhaupt niemanden verloren? Nein! 52.000! Immer noch! So, die Verwicklung hier fehlt. Sogar Eisgar. Okay, Spiel vorbei. Meine erste Niederlage. Gut, dass wir gespeichert haben. Traurig. Praktische Tipps. Status. Nein. Stille. Mit dem Charakter die Möglichkeit, magische Fähigkeiten auszuführen. Geheilt durch Eschokrau Medikus. Das ist ja assi. Monster ist dann weg? Das ist ja gemein. Eigentlich will ich den haben. Kann ich nicht einfach Spielstand laden? Schade. Egal. Ich hätte es gerne irgendwann zukünftig mal wieder angegriffen. Vielleicht sollte ich einfach zurücksetzen und irgendwann mal wiederkommen. Ich beende das mal kurz hier. Und starte das neu. Weiß nicht, ob es was bringt. Oder ob das jetzt nur ein Tutorial ist, ne, dass sie uns das beibringen wollten. Weil der hat ja auch kein Leben verloren, höchstwahrscheinlich. Werden wir jetzt sehen. Ich glaube, das war einfach nur eine Lektion. Spiel an. Ja, ich habe nur diesen Spielstand hier. Oder es hat über
Schritten. Also, als ich gestorben bin, hat es dann gespeichert. Ja, okay. Kukri erhalten, ist ein Dolch. Gleich ausrüsten. Kann ich zwei Dolche? Oh ja, ich kann's. Cool, jo. Zählt, ich hab zwei Dolche? Okay. Rechten Hand, den stärkeren, besseren vielleicht nehmen. Ich plus drei. Dann ist ja mein Gewicht schon über. Alter. Nee, ich kann bis 11. Ist dann ein Messer mit charakterischen gebrochenen Klinge. Chance kritisch zu werden plus. Chance Angriff zu werden plus 2. Hey. Chance kritisch zu werden plus 11. Ich mache erstmal das hier. Ist das kein Dolch? Doch. So aus. Doch, ist eins. Und dann das hier. Bin dann stronger. Also unten werde was tragen kann. Ach so, wächst sich denn er? Also, ach so, Breitschwert und Dolch. Darum macht sie so viel Schaden. Ach so. Gut, dass ich hier runtergelaufen bin. Ich speichere nochmal ab. Ja, wird überschritten. Überschrieben. Ja. Sind zwei. Ah, oh, genau. We've got the upper hand, guys. Oberhand haben wir. Einfach angreifen. Vorher sind die down. Man nimmt noch nicht mehr Schaden irgendwie. I'm amazing. This is interesting. I wonder what's next for me. Er lernt aufsammeln. Let's do this. I'm up, huh? Angriff, Angriff, Angriff. Did you see that? I'm amazing. Darf ich an? Let's put the bed. Here I go. Hier sollte ich mich, glaube ich, verteidigen. Ich schaffe das nicht, alle zu besiegen. Ich glaube, in einer Runde. Wenn ich deren Schwäche nicht aus. Ja. Kommt die Fort. Und dass ich mich verteidigt habe. Dann nehme ich nochmal. Nochmal. Und Default ist jetzt. RB ist jetzt full. Kann ich was Besonderes machen? Was ist aufsammeln? Such nach Objekten, die Funde basieren auf dem Job-Level des Benutzers. Oh, okay. Okay, ich möchte es mal. So, ich möchte mich mal einmal behandeln. Gucken, wie viel das bringt. Dann Angriff, Angriff, Angriff.
Oh, hat gut geheilt. Guess it's my turn. Ja, es ist deine Chance jetzt. Was sind Behandeln? Ach so, hat sich auch. Hätte ich vorhin keinen Trank verschwenden sollen. Darf ich mir an. Krieg ich ihn down? Okay. Achso, verteidigen sich. Der greift jetzt an. Adele, warum greift Elvis nicht an? Ach komm. Ich glaube, die anderen. Ja, perfekt. Jetzt bist du dran. Schwarze Magie. Blitz, 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 Blitz. Schön. Levelaufstieg. Level 3. Ich hab keine Lust anzumachen. Egal, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Ach, ich laufe. Mein letzter Kampf. Ich laufe gleich in die Stadt hinein. Ich will wissen, wie es weitergeht. Puh. Ich muss mich hier verteidigen. Verteidigen sich auch. Ich muss mich unbedingt mal wieder heilen. Wasserwerfer. Da haben die eine Schwäche gehabt? Nee, nur Nahkampf. Die anderen haben Blitz. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und ein viertes Mal. Oh, ein Schlag down. Wow. Natürlich nicht falsch getroffen. Oh. Und mit Nahkampf sind die down. Perfekt. Jetzt bist du dran. Du schießt an. Links, okay. Oh, ich will nicht kämpfen. Da ist ein Typ zum Reden. Ah, oh, renn! Renn, 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 renn. Renn zurück zur Stadt. Wieder. You okay? What's the matter? A horrible man and woman took me, but then an old man and another woman came and saved me, but then the man got attacked and now he's really badly hurt. We'd better go help him out. Will you show us where he is? Whoa! Ah, der alte Mann. Oh, vielleicht steht der die Gruppe bei. Greetings, young seafarer. You're hurt. We need to get you seen to right away. Tis not. But the princess. What happened to Gloria? Is she okay? The fiends took her. Never mind that now. Let's get you to bed. You're right. Come on. Ja, meine Gruppe braucht auch Bettruhe, um sich wieder zu erholen.
wieder deren TP sich aufzuerfrischen. Da packt mich jedoch einer an Sturm. So you're the famous Sir Sloane, eh? Lady Emma told me all kinds of wild tales about you, my man. Oh, and how is dear Emma? Is she well? I'm afraid she passed on 6 months ago or so. I see. Thou wert her apprentice. Time truly does fly. Why, I can recall when the good lady studied under another herself. But forgive me, much as I would love to spend the day in fond reminiscence, alas, there are more pressing matters at hand. I must away and wrest her highness from the clutches of those unconscionable... Sorry, but you won't be wresting anyone from anything in your condition. I'd be surprised if you could wrest yourself out of bed. But I must! Well, how about I join you? You are kind indeed, young sir, but I cannot allow it. The rogues in question are in possession of an asterisk. Well, that's all the more reason to go deal with them, right? Besides, I owe you after you helped me out back there at the beach. But good sir, I'm coming too. If there's an asterisk involved, I'm there with bells on. Thine aid is appreciated, but might I ask why the asterisk would interest thee so? Asterisk? Oh, sure, what's this? Ask away, pal. It's because of this old book, see? I found it when I was going through Lady Emma's stuff. I couldn't read a word of it when I first picked the thing up. But wave an asterisk near it, and the gobbledygook starts making sense. And I'm nothing if not nosy. So, I set out on a quest to find enough of these special wee stones to read the whole thing. Intriguing. If I can find another asterisk and help your pal into the bargain, then everyone's a winner. Great! Then we should leave right away. Though it weighs heavy on my conscience to enlist the aid of strangers, I fear I have little choice. You have my thanks. Her Highness has been taken to an abandoned building north of the town. Let us make haste! Selbstverständlich, gehen wir die Prinzessin jetzt retten. Zur Sonnenburg, begleite jetzt die Gruppe. Dass sie in meiner Schuld. Na, nee, okay, die Schuld wird ja beglichen. Sie hat mich ja sozusagen gerettet. Okay, manchmal schließen sich auf andere Charakter an. Diese Gäste kannst du zwar nicht steuern, trotzdem helfen sie gelegentlich mit Angriffen oder Heilzaubern. Okay, das ist auch schade. Du hast in Wirklichkeit Zeit auf den Ortschaften Schweichungen verließen zu benutzen. Hierdurch werden deine gesamte... Ja, das ist wirklich wichtig. Ich glaube, ich hole mir gleich zwei davon. Hierdurch werden deine gesamte PMP wiederhergestellt, sowie Status Leiden geheilt. Es fehlt sich also ein paar davon mitzunehmen, wenn du dich auf nächste Etappe deines Abenteuers begibst. Zeit erhältst du in einem gut sortierten Laden. Leg dir einen Vorrat an. Das mache ich. Das Sammeln von Asteristen ermöglicht es dir, die Job deiner Gruppenmitglieder zu wechseln. Okay. Öffne dazu das Menü und rufe Jobs auf. Achte beim Zuweisen darauf, dass du die Rollen ausgewogen verteilst. Freiberufe im Umgang mit allen Arten von Ausrüstungsgewand und verfügt über Spezialfähigkeiten, die ihm das Abenteuerdasein leichter machen. Schwarzmarkt zeigt sich dadurch durch seine Beherrschung der Angriffsmagie aus und kann seine zerstörerischen Kräfte großflächig einsetzen. Achte darauf, dass dir nicht die MP ausgehen. Schon mager, schon gut. Speichert für mich. Ich speichere trotzdem noch einmal. Sicherheitshalber selber speichern. So. Speichert. Jetzt möchte ich mal die Jobs mal angucken. Was? Ach so. Hier kann ich es einfach ändern. Jetzt ist er Magier. Ah. Macht das jetzt Sinn?
Details, Anzeige, Umschalt. Achso. Verstehe ich jetzt nicht. Achso, ich bin jetzt Magier. Haupt- und Nebenberuf kann ich nicht wählen. Als Magier, MP. Achso, als maximal TP. Okay, hier sieht man die Werte, wenn ich als Freiberufler. Natürlich, hier fange ich als 0 an. Hier. Nee, ich glaube schon, ich. Magische Abwehr, riesiger Angriff. Oder hier mehr. Ich bleib Freiberufler. Achso, man kann als Nebenjob noch. Ui, cool. Ja. Dann mache ich die anderen auch einfach mal so, als Nebenjob. Ah, da haben die deren Fähigkeiten, kann ich mich an erinnern. Aber die sind eben halt nicht gelevelt, ne? Die müssen eben halt selbst leveln. Machen wir Waffen jetzt als Nebenjob und schauen. Gehen meine Werte einfach dann runter? Ich hoffe nicht. Ist mein Teamgehalt? Nein. Die wollen auch einmal pennen. Ausruhen. Immer die Geizkrank. Muss immer dafür zahlen. Okay, gehen wir die Prinzessin jetzt abholen. Abholen. Bald. Gesprächsblasen. Auch. Komme ich wahrscheinlich nicht durch. Kann ich dich nicht durchlassen, leider. Ich fürchte. Was nach unten? Mal wissen. Ich muss. Hä? Da raus? Okay. Aber hier unten war ich noch nicht. Komm ich hin. Sehen wir es mal. Ah! Gut, dass ich nachgeschaut habe. Und? Okay, Magler erhalten ein Schild, aber bei mir trägt ja keiner ein Schild. Oder kann ich den Mage erstmal einfach geben? Ausrüstung, Nebenhand. Ja. Überladen. Ui. Ach, schade. Schade, schade. Dann, wenn er stärker geworden ist. Wenn er mehr tragen kann. Im Laden. Sofort Zelt kaufen. War vergessen. Soll ich mir einen Teleportstein kaufen? Werde ich wahrscheinlich finden. Oh, es ist teuer. Egal, kaufen wir einfach mal. Unseren Teleportstein. Aber ich werde im Laufe des Spiels werde ich schon ein paar finden. Aber ist egal. Sicher ist sicher am Anfang. Nicht auch im Schloss, meinten die? Ignoriere alle Gesprächsblasen. Ha! Kann doch durch. Nicht wie die gezeigt haben, dass ich rausgehen soll. Oder anscheinend doch. Einfach mal rein. Ich heiße dich in der Halkeonia willkommen. Ich höre mir stets gerne an, was die Besucher meines Königreichs zu sagen haben. Bitte zögern nicht, dich an mich zu wenden, falls du mir etwas mitteilen zu hast. Bla 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 bla. Königreich und nicht mehr. Scheiße. Okay. Ja, ich sollte echt wohl nach unten. So. Lauf mir mal nach unten. Schnell, schnell, schnell.